Das ist mit 11 über gelungen. Ich pumpe insgesamt 20 ASP rein. Das heißt, der hat 10 Meter Durchmesser. Ich gehe jetzt einmal kurz auf den Zauber, beziehungsweise hier ist es der Malstrom, aber genau, ist der gleiche Zauber, nur in Feuer. In Feuervariante, genau. Richtig. Der Zauber erzeugt auf einfacher Wasserfläche, also in dem Fall auf einfacher Fläche, einen heftigen Strudel. Je nach ASP-Einsatz reichen die Ausmaße von einem kleinen Trichter am Grunde eines Bächleins, hier nicht, bis zu einem gigantischen Malstrom, der sogar Schiffe in die Tiefe zieht. Für jeden ZFP-Stern und je 5-Schritt-Radius wird eine entsprechende Talentprobe, die ein Opfer innerhalb des Wirkungsradius der pro Kampfrunde ablegen muss, schwimmen, Boote fahren oder Seefahrt, hier ist es vermutlich einfach, dass sich da durchbewegen, um 2 Punkte erschwert. Beim Misslingen der Probe ist das Opfer nicht in der Lage, sich vom Fleck zu bewegen und erhält zudem 2 Schadenspunkte. Schiffe und Boote erleiden Strukturschaden nach Maßgabe des Meisters. Der Wirbel betrifft in vollem Umfang auch den Druiden. Da ich ihn entfernt von mir platziert habe, betrifft er mich jetzt noch nicht. Aber wird halt damit beginnen, alles abzufackeln. Da es magischer Schaden ist, trifft er auch die Geister. Ja, das ist ein guter Hinweis. Wie lange ist der aufrecht zu erhalten? Der geht nur eine Minute. Eine Minute halt, und dann brennt alles weiter, was brennen kann, ne? Genau, und macht halt pro Kampfrunde 2 Schadenspunkte. 2 Schadenspunkte für eine Minute. Richtig. Eine Minute sind 20 Kampfrunden, ne? Jo. Sind 40 Schadenspunkte? Ja, genau. Gut. Das reicht zumindest für normalen Matrosen und für einen normalen Geist. Dann entsteht der gewaltige Feuersturm in deiner Hand. Du hast deine kleine Fackel genommen, die du anvisierst. Breitest deine Hände aus, konzentrierst dich, siehst, wie der Strom sich deinem Willen beugt. Größer und größer anwächst, die Fackel auffrisst und dann nach dem nächsten Schrank greift, der irgendwo in der Nähe bereit liegt, leckt über das Holz, wird größer und größer, bricht aus dem Fenster heraus in einer harmonischen Bewegung, leckt über den ersten Piraten, verwandelt ihn in eine brennende Fackel und von dort aus breitet sich das Inferno aus. Nähere dich, denn ich bin der Brandbringer. Hier kommt der Brand. Vulkan will es und Vulkan soll es bekommen. So wie der Pakt geschlossen ward, wird diese Stadt im Feuer geboren und gereinigt. 50 Piratenschiffe, 5000 Soldaten. Ihr hattet nach oben geschätzt 500 Leute, sie haben 5000. Ja, ich begebe mich jetzt nicht durch den Feuersturm selbstverständlich, sondern ich werde mich wieder in diese Richtung begeben und dann vermutlich ganz schnell den Weg durchs Erdreich antreten, denn ich bin nicht hier zum Kämpfen, ich bin hier zum Anzünden und die ganzen Sachen haben sich anders entwickelt. Ich von Rafim weiß ich nichts, aber ich weiß, dass der gegebenenfalls sowieso zurechtkommen wird. Der kommt schon zurecht. Genau. Abelmir kommt zu Rande und Ronga wird dann über Abelmir weggeschliffen. Genau. Und ich werde mich jetzt aus der Affäre ziehen. Okay, dann würfel deine 3W20. Ja. Einen Moment. Das ist eine Ritualkenntnisprobe, die ohne Probleme gelungen ist. Du siehst, wenn du dich nach unten auf die Ebene begeben hast, draußen auf der Straße, wie Piraten mit ihren Säbeln kämpfen gegen andere Leute mit dem Speer, Balestrinas, die gezogen werden, das pinkt das ein oder andere Mal. Dann greifen wieder deine reinigenden Flammen nach ihnen und verzerrt sie. Das Fleisch stinkt widerlich nach verbrannter Haut und Haaren. Und kurz bevor du dich ins Erdreich fallen lässt, siehst du, wie vor dem Fenster auf der anderen Seite eine gewaltige, massive, stinkende Kreatur mit verfallenden Zähnen auf dich zukommt und die Hände nach dir ausstreckt. Oh, das ist mir relativ egal, kann sie ruhig machen. Also kann gerne noch einen Schlag abgeben auf mich, wenn sie das möchte. Ein stinkender Strahl aus Humus kommt auf dich zu. Gut. Den muss ich dann vermutlich nehmen. Für 10 Schadenspunkte oder Trefferpunkte. Das ist nicht meine Wunde durch meine Rüstung. Ja,
ein Humofaxius Unelement kommt auf dich zugerast von Tlalum Borkenfraß. Und du lässt dich fallen, nachdem du getroffen worden bist, stürzt durchs Erdreich hindurch und wirbelst, beziehungsweise wirst von den Elementen getragen, wieder ausgespuckt nach einiger Zeit. Genau, ich habe mich nach Selem tragen lassen. Direkt nach Selem? Ja, da wo wir uns als Treffpunkt vereinbart hatten. Also ich habe ja mit Sulamin vereinbart, wo wir auftauchen. Die wollen ja schon nach Selem vor. Genau. Ja, Abelmir ist gerade verschwunden in diesem stinkenden, dreckigen Loch. Honga, was tust du? Ja, ich tauche ins stinkende, dreckige Loch. Schwimmprobe plus 50. Glücklicherweise ist das Ronga ziemlich egal durch die Nebeneffekte des Eisschwertes, aber also Aschengut wäre voll mit dabei. Das glaube ich dir sogar. Frage ist, Meister, hatten wir zufällig am Mann ein nicht Kajubo, sondern dieses Pumperwasser? Nee, hast du nicht eingepackt, nicht für so einen Kampf. Okay. Sein können. Ja, du orientierst dich unter Wasser, stinkig, viele Meter kannst du nicht blicken, gerade mal die Hand vor Augen, und aber das ganze Wasser vibriert. Irgendwo hier unten muss es sein, und dann kannst du auch zumindest das Eisschwert neben dir erkennen. Ronga springt runter, du siehst den gewaltigen, muskulösen Körper von Aschirut, und du kannst keine Luft holen. Alles um dich herum klebt und stinkt. Und dann ist da plötzlich vor dir dieses fleischige Organ. Nein, Moment, das ist kein Organ. Du siehst, wie dort ein Mensch angeschmolzen ist in die Wand. Einige Adern, die in seinen Kopf hineindrücken und auf der anderen Seite wieder raustreten, in seinen Bauch eingefertigt. Das ist nicht das Herz. Das ist wieder eine von diesen Nieren. Es ist viel zu lange her. Du hattest damals... Warst du dabei, als die Seeschlange eingeworben wurde? Das muss eine von diesen Nieren sein. Ja, ich würde dann den Säbel ziehen und auf diese, mir in dieser Niere zerschneiden, diesen Mensch, Kreatur. Ja, würdest du auf alles einhacken, was du da unten siehst? Ich würde ihn von oben bis unten einmal anatomisch sauber zerlegen. Okay, er zerfällt einfach. Und dann würde ich probieren, weiter zu schwimmen, mich zu orientieren, wieder Richtung Herzkammer. Also die muss ja auch mal in der Nähe sein, wenn hier die Nierenkammer in der Nähe ist. So langsam wird deine Luft knapp, und dann siehst du auch, wie das Eisschwert verschwindet und auch der muskulöse Körper von Ashiro. Du bist alleine hier unten und du weißt nicht mal mehr, wo dieser Deckel nach oben ist. Du kannst den Deckel nicht finden. Wie ein Eistaucher weißt du nicht mehr, wie es an die Oberfläche geht. Das macht nichts. Es geht zur Herzkammer. Die Arche muss zerstört werden. Ja, ich bin wieder mit Anatomie orientieren, oder? Du bist runter, du kannst dich nicht orientieren. Du bist irgendwie, die geht nach und nach die Luft aus, du kannst weitere Nieren zerschneiden, alle paar Finger, die du dich dann da lang entlang ziehst. Ich über Anatomie vielleicht rausbekommen, ob ich in der Nähe einer Bordwand bin, um diese Flüssigkeit abzulassen. Wenn ich jetzt ein Loch entschneide mit einem Zauber? Mit einem Zauber kannst du sicherlich eine Menge machen. Eis ohne Ende, ja. Ja, ich will das wissen, wenn ich jetzt bloß ein Loch in eine Seitenwand schneide, siehst du, das auch mit Wasser. Versuch's. Ja, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, wo genau sind wir gerade am Schiff? So sind wir am... Du weißt, wo du runtergegangen bist, aber du hast komplett die Orientierung verloren. Irgendwo in der Mitte, in der Mitte des Schiffes. Ronga, du hast Abelmir verloren. Du durchstößt dich mit deinem Eisschwert mal hier, mal da, und dann durch irgendwie so eine transparente Haut, ein Häutchen, das du durchschneidest, und dann spürst du auch, wie das Wasser, diese Flüssigkeit, dieses Eiter um dich herum durch dieses feine Häutchen hindurch fließt und du in einen Raum gespült wirst, der über und über durchsät ist mit Blasen, die lustig und fröhlich prickeln, gerade wenn du auf ihnen landest. Hier ist zumindest wieder, ich nenne es nicht Luft, hier ist Unluft zum Atmen. Dein Taschentuch mit der alkoholischen Flüssigkeit ist auch hoffnungslos verloren. Und dann siehst du, wie Aschirot neben dir durch das Häutchen gespült wird. Weitere kleine Bläschen zerplatzen.
Wir haben Abelmir wohl verloren. Wir müssen weiter. Wir müssen diese Arche töten. Stampfe auf ein Bläschen. Du merkst, wie die Arche sich schüttelt. Es klingt fast so, als würde sie husten. Es tut ihm weh und ich schwinge einmal die Barbarenstreitaxt durch den Raum. Gut. Bläschen zerplatzen und dann werdet ihr beide einen Meter durch den Raum geschleudert. Ihr bleibt mit euren Rüstungen, mit euren Schwertern an weiteren Bläschen hängen, die weiter zerplatzen. Und die ganze Arche scheint sich wohl zu bewegen, zu kontrahieren, die Muskeln oder sowas. Und weitere Bläschen zerplatzen, gehen kaputt. Ihr seht, wie weiteres Wasser durch das dünne Häutchen gespült wird. Das macht keinen Spaß mehr. Wohin, kleiner Mann? Ich weiß es nicht. Wir gingen nach Abelmir, da lang. Ich schneide mich einfach durch die nächstbeste Wand, wenn es hier keinen weiteren Gang gibt. Und plötzlich siehst du, nachdem du das Häutchen zerschnitten hast, wie ein gewaltiges Organ, groß wie du selbst, vor dir pumpt und pumpt und pumpt. Oh, da! Ronga marschiert mit irgendeinem Eilschwert darauf hinzu, schaut links, rechts, nicht, dass ihm irgendwas anfällt, aber schnellen Schrittes und zielgerichtet, keine weitere Zeit verschwenden, will er das Schwert in das pumpende Organ stoßen. Du schichst zu, irgendwas gibt nach, du siehst, wie schwarzes Unwasser dir entgegengespült wird. Blutiger Schleim, einige Bröckchen und dann kontrahiert er stärker und stärker und stärker. Sturmangriff auf das Ding. Würfel mal deinen Sturmangriff. Drei. Ui, der ist gelungen. Du siehst, wie Ashirut Anlauf nimmt, 1 Meter nach hinten, 2 Meter nach hinten, Platz, Kleider, Mensch. Und dann läuft sie mit aller Gewalt an dir vorbei, mitten in das Ding hinein, schneidet, sticht, hackt, säbelt umher und verschwindet dann in diesem Inneren von diesem pumpenden Ding. Um dich herum platzen weitere von diesen lustigen Bläschen und dann merkst du, wie... ein hustender und keuchender Abelmir zu dir hineingespült wird. Doch nicht. Immerhin kann man atmen, mehr oder weniger. Wir müssen hier raus. Unsere Mission ist hoffentlich erfüllt. Kannst du bestätigen, dass das hier das Herz ist? Ja, wir müssen es vernichten. Ja, du siehst, wie es komplett zerfetzt ist im Inneren. Du siehst zwar die Trollzagerin nicht wirklich, aber du kannst sie hören und ihr steht wohl gerade im Inneren von Lungenflügeln. Das ist wohl nicht das Herz, das ist, sondern eine Art Lunge. Ist das Herz finden, pumpt. Wenn wir uns das Herz finden, natürlich pumpt eine Lunge. Naja, das Herz ist daneben. Das ist das, was wo die Treuzeigerin gerade drin steht. Eine Lunge pumpt sich. Ihr steht in der Lunge. Das sind diese ganzen Bläschen, die gerade geplatzt sind. Aveolen. Ist dann das Herz schon zerstört? Oder? Ja, du hörst zumindest die Treuzeigerin, wie sie da hiebt und hiebt. Die wird wahrscheinlich nie fertig werden, aber kaputt ist es auf alle Fälle. Dann haben wir unsere Mission erfüllt. Wir müssen hier raus. Ich würde mich mal umschauen, mal, ob hier. Jetzt, kann man jetzt orientieren zur Außenwand hin? Ja, jetzt, du weißt zumindest, wo das Herz ist, du weißt, wo die Lunge ist und mit Herz und Lunge kannst du dich orientieren. Das Eisschwert nehmen und sich rausschneiden. Also, genau. Ronga sollte den Weg führen. Ich würde den Weg zeigen und er schneidet sozusagen die Gänge frei. Ronga zögert nicht. Das schon einige Male gemacht. Ashiru taucht und verschmiert wieder aus dem Herzen auf. Ist es tot? Ja. Ich hoffe. Es sieht tot aus. Tot ist es noch nicht ganz. Es knirscht wohl immer noch um euch herum. Mittlerweile weniger organisch, sondern mehr hölzern. Es wird alles um euch herum ziemlich kalt. Das ist nicht das Eisschwert. Die Gänge ziehen sich zusammen, knirschend, schabend. Und während Ronga sich dann nach draußen schneiden will, kannst du erkennen, Abelmir, wie Ashirut von oben von kleinen Archenkäfern angefallen wird.
sie beißen, sie sind unzählige. Von unten, von oben, von den Wänden, von den Seiten, überall sitzen sie und klettern in die Rüstung hinein und beißen und zwicken und fressen und schneiden. Weiter. Weiter. Sie schlägt wild um sich. Lass sie zurück einfach. Ja. Generalprobe. Ich hab jetzt auch nicht wirklich viel drauf. Generalprobe. Ja, aber du brichst hinter Ronka dann nach draußen. Der kann sich mit seinem Eisschwert unglaublich nützlich nach draußen hacken. Kann im Vorbeigehen noch den verbliebenen Tentakel zerfetzen, der den Boltax weggefegt hat. Und ja, von Boltax selbst keine Spur. Ihr kommt nach draußen. Ihr stinkt widerlich nach den schlimmsten Exkrementen, die ihr euch ausdenken könnt. Und unter euch, ja, die Herzschläge, das Pumpen wird weniger, die Zuckung. Und aus dem Holz geht die Kraft heraus. Ihr seht noch, wie die Trollzackerin jetzt mittlerweile auf die Knie gestürzt ist, jetzt auf den Bauch fällt, die Arme von sich ausgestreckt. Und überall unter ihrer Haut merkst du es wimmeln und wuseln. Wenn sie schon liegt, den Todesstoß geben, weil es ein unwürdiger Tod ist. Ich gebe ihr einen Gnadenstoß. Also, wenn sie es nicht schafft, kann ich es abschätzen, ob sie es schafft oder nicht schaffen wird? Die ist schon tot. Ja, dann würde ich mich nochmal das Zeichen prall schlagen und wir müssen los, wir müssen weg hier. Das Feuer hat begonnen. Wir müssen raus. Jetzt kannst du dich Archentüter nennen. Klopft auf die Schulter. Noch ist er kein Heptarchentöter. Nee, Archentöter. Aber Archentöter. Ja, ja, Archentöter ja, aber noch kein Heptarchentöter. Einen Darion Paligan gibt's noch. Archentöter. Ach, ich fordere irgendwann mal das Kopfgeld. Ja, von Boltax keine Spur. Auch das Loch in der Wand gibt es nicht mehr. Das ganze Gebäude gibt es nicht mehr. Boltax ist in diesem Feuersturm höchstwahrscheinlich gestorben, der da wohl in sich oder um euch herum tobt, alles in eine Inferno, in eine Gluthitze taucht. Und im Süden wimmelt alles von Piraten. Das die auf euch kümmert zustürmen. Runga tatsächlich nicht. Ihnen scheint einige Leute, die er zurückgelassen hätte, Abelmir hätte er auch zurückgelassen in der Arche, seitdem er dieses Schwert gezogen hat, scheint die Mission, die Aufgabe klarer im Blick zu haben, wenn er das Schwert in der Hand hat. Und das spiegelt sich auch in seinem Blick wieder. Hier ist ein Dorf lang. Dort ist Norden, dort ist der Sumpf. 50 Piraten kommen auf ihn zu. Von wo? Von Süden. Wir gehen nach Norden. Wir gehen nach Norden. Lauf. Schnell, Fußes. Dann gib mir mal eine Athletikprobe. Als ihr von Süden aus nach Norden zur Unterstadt lauft, beziehungsweise dem Marktplatz, du siehst, wie der Ogerlöffel brennt, vor dir kranke Seemänner und Soldaten, die dort hustend auf dem Platz stehen, nach und nach die Häuser anstecken und hindurchgehen, sich auch nicht für den Rest der Stadt interessieren. Von der Burg Zornbrecht, die immer noch trotzig dort steht. Es gibt weitere Schüsse. Die Zornbrechter Soldaten, die da wohl nach und nach eben für Chaos auf den Straßen sorgen und die Burg weiter verteidigen. Zumindest der Westteil der Stadt steht in großen Flammen und aus dem Süden kommen Piraten, aus dem Norden sind sie bereits. Athletik ist zumindest gelungen. Ihr fallt nicht, könnt noch ausweichen den kranken Männern, die euch dann teilweise aber auch erkennen, humpelt auf euch zu allen. Weitere Piraten aus dem Süden, die eure Fährte auf sich genommen haben, dann durch Häuser hindurch an den Nordteil der Stadt, um zu fliehen. Also mit dem Fall mit einem Transversalis würde ich den Orga auch mitnehmen. Wenn alles schief geht und probieren, nördlich in den Sumpf zu fliehen, Richtung erstmal aus der Stadt raus und dann Richtung durch die Sumpf schlagen Richtung Silem. Wir werden uns eine Fluchtroute abseits der umkämpften Gebiete vorbereitet haben innerhalb der Stadt, dort dann unsere Sachen abholen und dann entsprechend entweder durchs Nordtor oder durch eine andere Passage nördlich, die wir vorher ausgekundschaftet haben, aus der Stadt raus und dann durch die Sümpfe. Ich denke, mit Pferden oder so können wir nicht handhaben. Denn nee, es ist alles oder? Sumpfig, genau. Ja, richtig. Aber ist auch kein Problem, denn wir sind ja vorbereitet. Rafim, Schicksalspunkt, ja oder nein? Ja komm, was war der Geiz? Du verbrennst deinen Schicksalspunkt. Du
hörst den fetten Narib, den dritten, wie er immer noch neben dir steht. Sie haben dich beiseite geschliffen wie einen dreckigen Hund. Schüsse in den Kopf. Du wolltest noch deine Waffe ziehen, das ist... Ja, wo waren deine persönlichen Wachen? Brauchst du überhaupt welche? Du bist ein Krieger, ein Streiter, ein Alvaranjar von Kor. Tatsächlich ein Alvaranjar. Ein Schuss ins Herz hätte dir nicht geholfen. Denn dein Herz hast du schon verloren. Du hast es an Kor geopfert. Du weißt nicht genau, warum du wach bist. Du bewegst dich leicht, liegst noch auf dem Bauch, betastest dich. Dein Kopf ist geborsten oder gesplittert. Irgendwas fehlt in deinem Gesicht. Das ist dir aber auch egal. Du erhebst dich mit Schmerzen. Blickst auf den Narib, der dort immer noch steht mit deinem Fernglas. Spät auf die See, er lacht leise, murmelt einige Befehle. Du kannst es krachen hören, du siehst den Feuersturm von Boltax, der nach höher und höher frisst. Zumindest das habt ihr geschafft. Den Vulkangott von Sorak an eure Seite gebunden. Was willst du tun? Ja, man ist vermutlich überkommen von Wut und Hass. Als du ins Innere des Burghofes blickst, kannst du sehen die neuen Säulen. Einfaches Holz, einfache Gefangene, 9 Leute, tot. Du hast sie rituell geopfert. Da ist kein Holz mehr, das sind einfach nur rote, kamalflackernde Säulen. Es ist kein Brand, das ist einfach nur eine rote, flackernde Säule, die in den Himmel stieß. Naja, ich würde von hinten auf Narib zugehen, meine Hand auf seine Schulter legen. Was zum? Der Mitleidlose schickt seine Grüße. Und dann seinen Kopf zerdrücken. Es knirscht, Schädelstücke zerbersten in deiner Hand, graues, milchiges Fleisch zerfließt in deiner Hand, der Körper fällt zuckend zu Boden. Und dann siehst du dein eigentliches Ziel. Draußen auf der hohen See. Sie sind näher und näher gekommen. Das rote Tor, die gekreuzten Schwerter, auch sie haben sich angeschlichen, haben die Zange gebildet und schießen auf die verbliebenen 50 Schiffe, die dort im Hafen liegen. Einige von den Piraten versuchen weniges Gegenfeuer, aber der meiste Teil ist in der Stadt eingeströmt, eingesickert. Kämpft gegen das Feuersturm oder gegen die anderen von deinen Kors-Leuten, die jetzt unter der Überzahl abgeschlachtet werden, aber noch weitere würdige Tode liefern. Es sind einfach zu viele. Aber er hat irgendwas gesagt. Er sagte, dass ihr General oder ihr Admiral von Hafax angefordert ist. Du hast noch eine offene Rechnung. Oberst Diamantis ist auf dem Weg zu dir. Ja, man würde vermutlich langsam sich umdrehen. Auf dem Weg nach unten, die noch Schützen abschlachten, die einem im Weg stehen. Was zum? Was seid ihr? Tötet sie alle. Tötet sie. Auf ihm würde nach und nach auf dem Weg nach unten seine Rüstung ausziehen. Erst ein Rüstungsteil nach dem anderen abwerfen, es wäre es nie mehr benötigt. Komm, du Hurensohn, komm, du Hurensohn. Du siehst noch, wie Ranchella Isaura Zornbrecht dir entgeistert entgegenblickt. Sie ist natürlich von dem Haus Zornbrecht, aber sie war dir gegenüber noch nett. Sie blickt dich an. Du siehst, wie absolute Fassungslosigkeit und Angst in ihrem Gesicht steht. Das ist schlimmer als all das, was du bisher gesehen hast, beziehungsweise was sie je erblickt hat. Das ist nicht dieser Core-Fanatiker, da ist irgendwas anderes wahrscheinlich. Irgendwas in deinem Gesicht scheint sie abgrundtief zu schockieren. Blickt auf die Jünger des Mitleidlosen und erkennt eure Unfähigkeit. Was zum? Du schlachtest Zornbrechter um Zornbrechter ab, stichst in ihre Rücken, zerschneidest sie, jeder Hieb ein Treffer. Du siehst, wie weitere Piraten auf dich zukommen, sowohl Geister als auch profanes, verlorenes Volk von den Paligans.
Du schlachtest auch Siegen nieder. Der Feuersturm von Boltax, der um dich herum tobt. Eine Gluthitze, wie aus einer Schmiede. Drachenfeuer heiß. Kannst du auch wohl merken, wie deine Kleidung anfängt zu brennen. Das interessiert dich einfach nicht. Tötet sie alle. Der Mitleidlose erwartet ihr Opfer. Tötet sie alle. Ja, und ich würde in Richtung des Hafens schreiten, mich schlachtend, nicht rennen, sondern einfach schreiten. Diamantes, wo bist du? Wo bist du?